Mist, vorhin konnte ich mich noch an den Traum von heute wieder erinnern, den ich in Dreamtech nicht nennen konnte. Es hatte auf jeden Fall was mit diesem T-Shirt zu tun. Aber ich weiß nicht mehr den genauen Zusammenhang. Auf jeden Fall hatte ich das T-Shirt heute schon an. Beziehungsweise gestern an. Teilweise. Und dann habe ich davon auch irgendwie geträumt. Ja, ich hatte das letzte Mal ja vom 2.8. Ich hab das nicht richtig hin hier. Vom 2.8. Traum vorgelesen. Da hatte ich aber halt noch mehr geträumt. Und deswegen, das ist auch ein so ein Grund, warum ich dann aufgehört habe mit dem Traumtagebuch. Das wird einfach viel zu viel. Teilweise 10 Seiten an einem Tag, und das war immer noch nicht alles, woran ich, also alle Details, und das war dann einfach zu aufwendig, und gleichzeitig hat es für mich keinen Sinn gemacht, das in Stichpunkte aufzuschreiben, weil ich es einfach dafür zu interessant fand. Also wenn, dann wollte ich es auch dann in aller Gänze aufschreiben. Und dann werde ich es jetzt auch in aller Gänze vorlesen. Das dürfte ungefähr doppelt so lang werden wie das letzte Video. Und ich werde zwischendurch vielleicht mal eine Banane essen. Ich bin die ganze Zeit wieder am Essen heute, weil ich gestern wieder so wenig gegessen hatte. Aber ich hatte auch auf mein Gefühl gehört. Und dann konnte ich auch, weil ich weniger gegessen hatte und deswegen weniger verdauen musste, mehr Ausdauersport machen. Aber heute ist ja ein Tag, wo der Körper dann mal Ruhe braucht. Ich habe dann noch Krafttraining gemacht über eine Stunde. Wollte ich gerade noch laufen gehen, habe aber gemerkt, dass ich dann die Energie nicht mehr hatte und der Körper einfach nur die Kalorien jetzt braucht. Und morgen geht es dann wahrscheinlich wieder weiter. Ich fange mal an. Also ich lese auch vor, was ich so für Kommentare dazu geschrieben habe, und werde zwischendurch, denke ich mal, auch ja, eigene Kommentare und vielleicht Deutungen dazu abgeben. Anstatt das hinterher zu machen, wenn man die Stellen gar nicht mehr weiß. Ja, ich bin auch wieder viel, viel zu schnell. Was ich noch sagen wollte, ich werde dann mal bei einigen Kanälen, einigen Leuten anfragen, ob sie auch Lust auf diese Reihe haben oder dieses Thema oder wie man es auch immer nennen will. Also Träume, die nicht zu persönlich sind. Also mir persönlich ist das egal, ich nehme hier alles. Beim letzten Traum auch schon vielleicht gemerkt. Außer dass es dann zu traumatisierend für andere, dann erzähle ich es doch besser nicht. Boah, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Auf jeden Fall werde ich mal bei einigen Leuten anfragen, ob sie auch Lust haben, halt nicht zu persönliche Träume in die Kamera zu. Welches Wort nehme ich denn? Leiten, transportieren, übertragen, hinein sprechen ist auch scheiße. In die Kamera hinein erzählen wollen. So langsam, ey. Aber ich hoffe, dass das auch mal besser wird mit den Videos, wenn man mal Übung hat. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, und das Grundlegende ist einfach Träume, stichpunktartig, man kann es auch voll ausschreiben, ist eigentlich egal, auf jeden Fall in irgendeiner Form festzuhalten. Und ich versuche es auch mehr in die Kamera zu gucken. So ein tiefes, schwarzes, beobachtendes, kaltes, computergesteuertes, maschinelles Loch. Schon ein bisschen, also ich finde es schon ein bisschen unangenehm, irgendwie da reinzugucken. Ich weiß auch nicht warum.
Vielleicht, weil man sich beobachtet fühlt. Keine Ahnung. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Also Stichpunkte aufschreiben oder in irgendeiner Form aufzuschreiben und dann vorzutragen, gleichzeitig irgendwie was dazu erzählen, Vermutungen erzählen, warum man das geträumt hat, wie man das fand. Also ein bisschen deuten auch und dann vielleicht irgendwie mit anderen Leuten sprechen in den Kommentaren oder in anderen Videos, wieder in darauf folgenden Videos, dass dann andere wieder Videos in ihren Videos auch auf die Träume der anderen dann ein bisschen eingehen. Wer dazu Lust hat, ich werde mir dann noch ein etwas klareres Konzept ausdenken und dann ein paar Leute anschreiben, ob sie grundlegend Lust darauf haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kann ja nicht schaden zu fragen. Schon 6 Minuten vergangen. Okay, ich lese es mal genau vor. 2.8.2013. Ich bin unsicher, ob ich das vor 3 Tagen oder heute geträumt habe. Habe ich hier geschrieben. Wir waren zelten, aber im Grunde war ich wieder ganz allein, was häufig in Träumen so ist. Alle anderen waren nur untereinander beschäftigt, so wie in der Realität eigentlich auch. Zum Beispiel an der Uni oder so, wenn alle irgendwas bereden und so und ich einfach. Das ist schon wieder so ein Kommentar dazu, habe ich ja angekündigt. Ja, das ist einfach, warum ich das so geträumt habe, ist einfach, weil es in der Realität auch so ist und die meisten Leute über irgendwelche Themen reden, die mich überhaupt nicht interessieren oder ich unwichtig finde oder wo ich nicht mitreden kann. Oder einfach halt langweilig finde. An mehr kann ich mich vom Zelten auch nicht erinnern, steht hier. Und dann kam direkt der nächste Traum. Dann hatte ich, also das ist der dritte Traum am gleichen Tag, dann hatte ich ein WG, also eine Wohngemeinschaft, einen Wohngemeinschaftsplatz. In Klammern. Das ergibt keinen Sinn. Da steht nur, das habe ich heute unter anderem geträumt. Ja? sehr günstig oder vielleicht sogar kostenlos, habe ich hier als Stichwort geschrieben, war die WG oder der WG-Platz. Was mich natürlich total gefreut hat, weil ich muss halt bald auch hier ausziehen. Also ich bin schon zweimal ausgezogen, einmal nach Köln, einmal nach Dortmund und dann gehe an die Uni gegangen. Muss ich aber wieder zurückziehen, weil beides Mal die Wohnungen zu teuer wurden und ich kein BAföG bekommen und auch keine Lust hatte zu arbeiten noch nebenbei, weil ich sowieso schon total Probleme hatte, durch die ADS mit dem Studium überhaupt also da dran zu bleiben, um mich dazu zu motivieren. Ja, und deswegen ist das schon so ein Traum halt. Einen günstigen WG-Platz oder andere Wohnung oder anderen Aufenthaltsort zu finden. Wenn ich zum Beispiel auch überlege, ist einen Wohnwagen auf irgendeinem Campingplatz zu stellen. Kostet dann, glaube ich, ich weiß es nicht, zwischen 50 und 150 Euro für den Stellplatz. Also mit allem eigentlich schon drin, also Strom und Wasser. Glaube ich jedenfalls. Muss mich nochmal genau informieren. Und da gibt es direkt einen Campingplatz in der Nachbarstadt, nur 9 Kilometer. Und ja, dann könnte ich einen 400-Euro-Job irgendwo annehmen und könnte mir dann von den restlichen 200, 250 Euro halt Essen kaufen und fertig. Und dann könnte ich ab diesem Punkt entscheiden, was ich machen will, ob ich weiter studieren will,
weil ich mit dem Leben eigentlich anfangen will. Was ich natürlich auch jetzt schon überlege. Ja. Es war ein Viererzimmer. Ein paar Tage waren die restlichen Plätze in dem Zimmer von Freunden besetzt. Das heißt besetzt, belegt. Wir haben Party gemacht, also erstmal sozusagen Einführungsparty. Aber auch hier war ich in Klammern mit meinen Gedanken außen vor. Sie ließen ihren Müll liegen, vor allem vier Nutella-Gläser, Smiley, und waren irgendwann weg, ohne dass ich vorher wusste, wann. Komischer Satz. Ja, wie kann man das deuten? Ja, das, keine Ahnung, die meisten Personen einen vielleicht nicht so respektieren und einfach halt ihren Scheiß da liegen lassen und denen das scheißegal ist. Hauptsache, die können Party machen. Wie deutet man Nutella-Gläser, überlege ich gerade. Ja, dass die meisten einfach, es waren jetzt nicht meine realen Freunde, das waren irgendwelche imaginären Freunde. Meine realen Freunde essen, glaube ich, auch nicht viel Nutella oder gar nicht. Auf jeden Fall, dass die meisten Menschen halt sich gedankenlos annähern, denen das einfach alles scheißegal ist und jeden Scheiß in sich reinhauen und man mit seiner eigenen Auffassung von gesunder Ernährung und gesunden Lebensstil, auch nachdenklichen Lebensstil, ziemlich alleine ist. Das ist die Deutung von vier leeren Nutella-Gläsern in der Wohnung. Und waren halt irgendwann weg, ohne dass ich das wusste. Wahrscheinlich auch, weil es einfach scheißegal war und nur mit sich selber beschäftigt waren und man halt immer alleine mit sich selbst und seinen Gedanken ist, weil man halt einfach anders ist. Neben dem Zimmer mit den vier Betten, die relativ dicht beieinander standen, außer meines, war halt so, gab es Küche und Bad. Man konnte gerade so drin laufen, der Rest stand voller Küchengeräte. Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder visuell daran. Eine Spüle, drei Mikrowellen, zwei Spülmaschinen, ein Vorspüler, ein Backofen. Ja, es ist einfach typisch dieses Chaos, was bei mir auch so herrschen würde. Total sinnlos, drei Mikrowellen, aber dass sie sich vielleicht irgendwann mal ansammeln oder ich eine bessere Mikrowelle, ich benutze gar keine Mikrowelle, aber eine bessere Mikrowelle oder ein besseres Küchengerät davon haben will oder was die und die Funktion hat und sowas, dass ich dann das Alte aber nicht weggeben kann. Was mittlerweile aber nicht mehr so ist, ich gebe ziemlich viele Sachen weg. Also, ja, materielle Sachen, klar, natürlich materielle Sachen. Was denn sonst? Weil es halt mehr befreit. Aber von meiner, ja, nicht, jetzt nicht Gene, aber von meiner, wie nennt man das denn jetzt schon wieder? Nicht Grundlage, auch nicht Grundannahme. Auf jeden Fall bin ich. Genau, Anlage. Warum fällt mir so ein simples Wort nicht ein, wenn ich filme? Auf jeden Fall von meiner Anlage her bin ich eigentlich eher Messi. So alles haben, alles ansammeln, erstmal alles haben und dann gucken, was man damit machen kann. So ein Sammler gehen einfach. Aber eigentlich mag ich das nicht. Ich will eigentlich befreit sein von diesen materiellen Sachen, also nicht komplett, ist ja auch sinnlos. Aber jetzt so ein bisschen minimalistisch in die Richtung, dass man schon halt Sachen hat, die einen Spaß machen, was man auch, womit man etwas ausleben kann. Besonders Sachen, womit man was machen kann selber und nicht einfach nur konsumieren kann oder angucken kann. Wenn ich Sachen habe, womit ich was machen kann, rumbasteln kann, was Neues schaffen kann, kreativ, dann gerne. Aber alle anderen Sachen will ich schon gerne minimieren. Also wir waren bei den ganzen Küchengeräten. Und ein Freund wusste sie alle zu bedienen. Das ist ein Freund, der relativ auch handwerklich begabt ist.
was mich in dem Traum dann wieder traumatisiert, ist das falsche Wort auf jeden Fall, aber im Selbstwert irgendwo ein bisschen geschwächt hat, weil ich das halt nicht kann. Was mir aber im bewussten Zustand eigentlich egal ist, weil ich halt nicht alles können muss und gewisse Schwächen habe, und das ist ein handwerklicher Bereich. Mittlerweile aber auch nicht mehr so, weil, ja, wenn ich will, kann ich, das hört sich jetzt überheblich und vielleicht auch arrogant an, aber wenn ich wirklich will, dann kann ich eigentlich alles. Zwar nicht auf Anhieb, obwohl ich auch eine, meiner Meinung nach, eine schnelle Auffassungsgabe habe. Aber viele Sachen, die sind einfach für mich total langweilig, interessieren mich nicht. Und dann kann ich mich auch nicht darauf konzentrieren, deswegen kann ich die meisten Sachen nicht. Und Handwerk ist für mich eigentlich eher langweilig. Außer ich habe dann so ein gewisses Ziel. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich eine eigene Wohnung habe und für irgendwelche Mitbewohner oder Freundin oder wenn man ein Kind hat oder sowas, dann wirklich an der Wohnung was dran zu machen, dass man auch wirklich wohnen kann und sowas, dann hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ich habe auch zum Beispiel, wenn ich meinem Bruder geholfen habe, Laminat oder sowas einzubauen. Einzubauen ist auch ein komisches Wort. Einzupflanzen. So einen Laminatboden verlegen, genau. Dann hat mir das eigentlich auch Spaß gemacht. Und konnte das auch dann auch auf Anhieb. Ja. Aber viele bilden sich natürlich darauf was ein, dass sie es, wenn sie Dinge können, obwohl die eigentlich, ja, einfach, nee, eigentlich nur ganz simpel, dass sie Dinge können, die andere nicht sofort können, obwohl das gesellschaftlich allgemein so angeblich so sein sollte oder Konvention ist oder was weiß ich, dass man gewisse Dinge können kann. Weiß ich nicht, zum Beispiel, ja, irgendwas bedienen oder sowas, was eigentlich jeder kann, sage ich mal so, wo ich zum Beispiel aber gar keinen Bock drauf habe und mir auch nichts bringt und ich auch nicht gerne mache, und solche Sachen zu bedienen eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Zum Beispiel auch beim Auto interessiert mich auch nicht, wie das funktioniert. Ich weiß zwar, wie es funktioniert mittlerweile, weil ich auf anderem Wege irgendwie ein Interesse dafür entwickelt habe, allgemein für Mechanik, aber ja, früher wusste ich das auch nicht, und da war für mich auch nur Mittel zum Zweck, dass man irgendwo hinfahren kann. Boah, schon 17 Minuten. Ich habe schon fast eine halbe Seite von 4. Ist mir egal. Hab ich dann halt geschrieben, dieser Freund konnte das alles sofort bedienen, obwohl er die Geräte nie gesehen hat. Und ich natürlich nicht, weil ich mich wenig für praktische Dinge interessiere. Dann war eine sympathische Frau, Schrägstrich Mutter, dort mit einem Verwalter. Sie guckte sich die WG an. Sie waren im Bad. Während ich aufwachte, also in einem Traum aufwachte. Also, die waren schon da, während ich dann eigentlich noch am Schlafen war. Das sind auch wieder so, dass es so selbstverständlich für mein Unterbewusstsein ist, das andere, das eigene Leben und das eigene Territorium kontrollieren dürfen und eindringen können und sowas, und man selber so keine Rechte hat. Ist halt so, mein Unterbewusstsein ist scheiße. Ich räumte schnell alles Grobe weg. Zum Beispiel nur die Nutella-Gläser. Sie war amüsiert davon, was mich natürlich erleichterte. Am nächsten Tag war ihr Sohn erstmal auf Probe da. Es war so günstig, dass man keinen Einfluss auf Mitbewohner hat. Okay. Außer dass es eine identische Verbindung war. Den sonst verstehe ich jetzt nicht. Vom Preis her. Verstehe ich trotzdem nicht.
Ja, ignorieren wir den Satz einfach. Vielleicht habt ihr den ja irgendwie verstanden. Ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Ich hoffte auf eine weibliche Person, da ich mit weiblichen Personen deutlich besser zurechtkomme als mit männlichen. Es natürlich auch weniger langweiliger fände. Es manifestierte sich kurz, aber ich war zu schwach. Ach genau. Das sind wir vielleicht so ein Teil vom luziden Träumen. Also ich bin mir manchmal in Träumen so teilbewusst, dass ich träume. Ja, war dann aber halt zu schwach, um solche Sachen zu manifestieren. Das ist auch mein Problem mit luziden Träumen. Ich kann einfach keine Sachen manifestieren, die schön sind. Das sieht mein Bildschirm ja gerade aus. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich kann alles manifestieren. Nur irgendwie habe ich Angst davor, dass mal irgendwas Gutes im Traum passiert. Ich kann das nicht ändern irgendwie. Genau wie für meine Wünsche im echten Leben, in Klammern momentan. Wo ich auch zu schwach für bin, das zu manifestieren. Also ich glaube halt schon daran, wenn man das Träume halt das eigene Denken beeinflussen. Und wenn man nur stark und jeden Tag oft genug daran denkt, dass und halt stark bleibt und das versucht durchzusetzen, dass das dann auch in Erfüllung gehen wird oder kann. Aber da habe ich einfach auch keine psychische Energie mehr übrig, weil ich die schon für so viele Sachen verwende, zum Beispiel für Ernährung, Ernährungsumstellung, andere psychologische Themen, an der Seele feilen, nenne ich es mal, irgendwelche Kämpfe, die man täglich in seinem eigenen Kopf, aber auch mit anderen austrägt, zu überstehen. Dann mein ganzer Sport, auch ein großer Punkt. Das ist schon schwierig. Besonders schwierig ist es auch, sich darauf zu konzentrieren, was dann wirklich wichtig ist und was einen wirklich auch weiterbringt. Und auch erstmal zu wissen, was das ist, was einen gut weiterbringt und wichtig ist. Ja, das habe ich hier auch geschrieben. Und da braucht man auch noch psychische Energie, um überhaupt Vergnügen zu spüren als Ausgleich, weil den Ausgleich braucht man auf jeden Fall. Und das kostet mich dann auch schon Überwindung, irgendwas zu machen, was dann Spaß macht. Und eigentlich will ich den ganzen Tag nur im Bett liegen. Ich weiß nicht, ob das Depression ist oder ob das dann einfach wirklich, dass man so wenig mentale Energie einfach noch übrig hat. Also eigentlich bin ich nicht depressiv, ich bin auch ein positiver Mensch. Aber ich habe einfach keine Energie. Ich bin einfach jeden Tag maximal ausgelaugt. Ja. Nächster Traum. Ich spiele Sailor Moon. Habe ich früher gerne geguckt, auch wenn ich mich als Kind für geschämt habe. Weil es halt, wenn man dann total als Pussy galt, was natürlich genau das Gegenteil ist. Allerdings ist es komplett anders als die Serie. Eher ein Rollenspiel und hinterher sehe ich mich auch das Spielmodul aus einem Game Boy Advance herausziehen. Es waren zwei Spiele. Das erste war eher eine Geschichte, also eine interaktive Geschichte. Diese war allerdings extrem intensiv, obwohl ich hier irgendwas. Nein, Quatsch, extrem intuitiv. So dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Also das habe ich häufig, dass ich Träume habe, die einfach nur, die so subtil sind und so komplex und so schnell ablaufen, dass ich denen gar nicht folgen kann. Und das war dann auch so, und dann sind die aber auch umso intensiver. Oft träume ich dann auch gar nicht mehr visuell, sondern eigentlich nur noch in Gefühlen, also dass die Gefühle direkt getriggert werden, ohne einen visuellen oder einen anderen Wahrnehmungsinput. Weil es dann noch mal schneller geht. Die Geschichte war so richtig herzzerreißend und eines der schönsten erlebten Dinge überhaupt. Kann mich leider an nichts davon erinnern, außer diesem gebliebenen Gefühl. Ja, das ist leider komisch. Ich glaube, dass der Traum auch nur so 5 Sekunden ging oder so. Ich weiß jetzt nicht, was die Wissenschaft so sagt, ob das überhaupt möglich ist. Auf dem Gefühl waren das 5 Sekunden und in 5 Sekunden so ein ganzes Leben. Ja, nicht ein ganzes Leben. So 10, 5 bis 10 Jahre in 5 Sekunden und dann kann man sich natürlich nicht mehr so viel davon merken.
so krass subtil, unterbewusst, intuitiv war das. Und so schnell war das dann auch vor allen Dingen. Dann habe ich nochmal geschlafen an dem Tag. Erst geträumt, und dann habe ich erst geträumt, wie ein anderer Freund dieses Tagebuch vorliest, aber halt die Schrift nicht lesen kann. Ja, meine Schrift ist wirklich schrecklich. Beziehungsweise nur schlecht lesen kann, einige Worte nicht erwartet und dann einfach keinen Bock mehr hat, weiterzulesen. Ja, das, wie sollte ich das? Das ist auch so eine Sache, dass ich in vielerlei Hinsicht eigentlich langweilig bin. Beziehungsweise es ist natürlich subjektiv, aber für die meisten oder für viele langweilig bin, weil ich halt immer möglichst schnell irgendwas haben wollen. Also diese Generation Internet sozusagen auch. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann haben die schon keine Konzentration mehr, um überhaupt zu folgen oder gar keine Lust mehr und wollen einfach nur ja, möglichst schnell unterhalten werden, sage ich mal. Und dafür bin ich komplett ungeeignet. Aber sowas drückt dann auch schon im Traum auf Selbstwertgefühl ein bisschen und bleibt dann auch im Untergrund dann auch hängen. Das Problem habe ich öfter. Dann habe ich geträumt, wie so oft, dass ich die Abi-Prüfung nicht absolviert habe. Das träume ich. Genau, das war im Dreamtag auch eine Frage, ob ich einen Traum habe, der sich häufig wiederholt. Also habe ich bisher jetzt 4 Mal, glaube ich, geträumt, dass ich die Abi-Prüfung nicht absolviert habe und dann nur so ein Pseudo-Abi habe. In Klammern, was ich mit meinem 3-2er-Schnitt auch wirklich habe, ein Pseudo-Abi. Damit kann man nicht so viel anfangen. Ist auf jeden Fall in Bezug auf Studiengänge, Numerus Clausus und so weiter. Da ich wirklich nur 1 bis 2 Tage für die Prüfung gelernt hatte, in Klammern, denn den Stoff aber dann trotzdem drauf hatte, warum ich trotzdem nur 3-2er ist so umfangreich. Jedenfalls fand ich, irgendwie geht das gar nicht zu Ende. Egal, jedenfalls fand ich mich in der Schule wieder, 11. Klasse. In der ersten Pause gab es das Buffet. Einige meiner Freunde waren auch wieder da. Jedoch hat niemand mir einen Platz freigehalten, wieder das gleiche Thema wie immer, und habe dann rumgefragt nach einem Platz. Jemand hat mir nach 5 Minuten des Rumstehens und Rumguckens und Rumfragens einen angeboten, da sein Freund sich verspäten würde. Seine Freundin fragte ihn dann, ob sie denn noch hier sitzen bleiben wollen. Meine Anwesenheit war, / ist vielen unangenehm. Da habe ich die Deutung schon aufgeschrieben. Ja, ist auch immer noch so. Auf dem Zug setzt sich halt niemand neben mich und so. Das ist dieses Typische, weil die meisten intuitiv spüren, was man für einen Charakter und für eine Persönlichkeit hat. Und man für viele Leute so ein Spiegel ist. Das ist bei mir ganz automatisch, dass ich Gefühle von Personen spiegel, weil ich mich sofort in jede einzelne Person hineinversetze und viele Leute wollen halt die Wahrheit nicht sehen und deswegen ist das so. Dann sah ich Mrs. Vlog, das ist eine YouTuberin, die ich zwar in Klammern noch nicht. Ach so, ja, Mrs. Vlog zu der Zeit war ich ziemlich verknallt in diese YouTuberin, also jetzt nicht richtig, aber ich hab das bei einigen Leuten, dass ich dann nicht wirklich verliebt bin, aber dass ich halt irgendwie, ja, das kennt man vielleicht, die Seele oder sage ich mal so, einfach man, oder ich bilde mir zumindest ein, dass ich dann in diese Menschen wirklich hineingucken kann, wie sie wirklich sind und was man da sieht, das liebe ich dann und das ist jetzt keine partnerschaftliche Liebe oder sowas, ne? Das ist einfach nur diesen Menschen an sich und das ist auch total geschlechterunabhängig. Wobei es bei mir meistens schon bei Frauen ist, weil die sich allgemein auch mehr öffnen, finde ich. Also zumindest im Durchschnitt. Sie war dort
wie in der 8. Klasse. Und da ich eigentlich in der 16. Klasse bin, also übertragenen Sinne vom Alter her, traute ich mich nicht, sie anzusprechen. Ich wollte ja nicht als Pedo gelten. Im Real Life sind wir allerdings nur 3 Jahre auseinander, genauso viel wie der Klassenunterschied halt auch darstellt. Was? Egal. Ach genau, weil ich ja in der 11. war. Da habe ich hier noch geschrieben, ich war einfach nur dumm und verwirrt, wie so oft. Also ich dachte halt, ich wäre in der 16. Klasse und würde dann als Pedo gelten, aber eigentlich war ich da halt in der 11. Klasse und habe das nicht gecheckt. Also hätte ich ja eigentlich doch ansprechen können, ohne als Pädophil zu gelten. Ja, das ist deutlich halt so, dass ich oft auch im echten Leben total verwirrt bin und viele Dinge einfach viel zu, ja, wie sagt man, nicht viel zu krass sehe, sondern ja viel zu sensibel bin für Dinge. Einfach in der Hinsicht, dass, ja, dass ich zu viel drüber nachdenke und dann überhaupt nicht merke, dass ich an der Realität dadurch eigentlich vorbeigehe. Die Realität war 11. Klasse und ich habe mich dann, ich weiß nicht, daran festgefahren, immer an diesen, sag ich es mal, negativen Dingen festgefahren. Beziehungsweise allgemein konzentriere ich mich immer darauf, was irgendwie schlecht ist. Unterbewusst zumindest. Also das ist eigentlich gar nicht mehr so jetzt in der Realität, aber mein Unterbewusstsein ist noch so. Und das Unterbewusstsein wird auch in der Realität aktiv, wenn, ja, wenn irgendwelche Situationen kommen, die einen früher irgendwie traumatisiert haben und man dann nicht schnell genug reagieren kann, dann kommen diese scheiß Unterbewusstsein auch wieder mit der vollen Härte. Deswegen trainiere ich auch wirklich das Unterbewusstsein zu verändern, nicht nur durch Bewusstsein Dinge zu verändern. Absatz. Ich machte viele Faxen, Kunststücke, bin rumgerannt, immer rastlos, so wie ich eigentlich auch bin. Viele mochten mich deshalb irgendwie, obwohl genau dieses Verhalten im Real Life 5. bis 8. Klasse anderen total auf den Sack gegangen ist und mich deshalb abstellte. Aber in dem Traum mochten das viele. Oh, wahrscheinlich, weil ich mittlerweile damit klarkomme und das dann auch so rüberbringen kann, dass andere das mögen. Beziehungsweise, das heißt so rüberbringen, ich bringe es dann eigentlich gar nicht rüber, sondern bin einfach selbstbewusst so, wie ich bin. Also zumindest im Traum war ich das so. Im Real Life muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und ja, das ist dann halt so eine Stärke und Stärke mögen Menschen, wenn jemand Stärke ausstrahlt. Und dann mögen die halt einen auch. So ist das halt. Mittlerweile ist mir das jedoch egal, das habe ich ja schon erzählt. Die Authentizität fanden viele wohl gut, habe ich auch erzählt. Jedenfalls war eine Faxe, dass ich eine sehr enge Hose anhatte und aufgrund dessen langsamer in meiner Bewegung war, dann allerdings auch im Fallen langsam war. So ließ ich mich vom Geländer fallen, anstatt die Treppe zu gehen, und glitt sehr langsam gen Boden. Ich habe es visuell nicht mehr vor dem Kopf, deswegen kann ich es auch nicht richtig rüberbringen. Auf jeden Fall macht die Hose mich halt nicht nur beim Laufen langsamer, sondern auch beim Fallen. Also physikalische Gesetze interessieren mein Hirn wohl im Traum nicht so sehr. Eine neue, unbekannte Klassenkameradin begleitete mich. Sie mochte mich aufgrund meiner Art. Und nach diesem, in Anführungszeichen, Kunststück äußerte sie nur: Ich liebe dich. Nicht voll ernst, aber so lala dahin erzählt halt, wie man es halt so kennt. Das freute mich natürlich. Besonders, weil ich noch nie wirklich von jemandem gehört bekommen habe, dass er mich so mag, wie ich bin. Jedenfalls mochte ich sie auch und strahlte sie an. Aber es war dann so
eine Szene, die halt total floss, vor sich her floss, ohne irgendwelche Hindernisse. Also, dass die Gefühle von beiden Seiten sozusagen flossen. Und das ist natürlich auch das Ziel im richtigen Leben. Ich versuchte jedoch am nächsten Tag Kelly, aka Mrs. Wheelock, ausfindig zu machen. Ausfindig zu machen, heißt es, glaube ich, und es zu schaffen, Zeit miteinander zu verbringen. Ich versuchte ihr mit meiner freien, spaßigen, authentischen Art zu gefallen, aber es ist ja dann gar nicht mehr authentisch, wenn man dann gezielt versucht, was irgendwo auch klappte. In Klammern, im Vortag war dies. Irgendwie wieder mal keinen Sinn. Irgendwie waren wir in einem kleinen Klassenzimmer mit noch ein paar Leuten. Sie spielten irgendwas und sie verlor und musste irgendwie eine Obstmahlzeit zubereiten. Keine Ahnung, habe ich hier geschrieben. Also als dafür, dass sie verloren hat. Ich wollte dabei helfen und wusste, wie man sowas lecker hinbekommt. Sie wollte keine Hilfe. Dann brach die Zombie-Apokalypse aus. Vorher war ich noch auf dem Scheißhaus. Irgendein Mädchen aus der 11. kam rein, ich solle gehen. Sie bräuchte den Tisch. Was? Sie bräuchte den Tisch, der im Klo stand. Das war noch so ein Smiley. Ich diskutierte, ja, das ist dann auch wieder so, dass einige Menschen in der Gesellschaft halt so eine Art haben, einfach reingehen und sagen, was man will und fertig. Sogar weibliche Personen. Und einen überhaupt nicht respektieren. Ich diskutierte, dass ich hier mein Geschäft zu erledigen habe, zumindest aber noch den Arsch abputzen muss. Wollte sie irgendwie nicht akzeptieren. Keine Ahnung, was das sollte. Dass man halt um jegliche Freiheit beraubt werden kann, dass man halt so wenig wert ist, also das sagt halt das Unterbewusstsein. Jedenfalls Zombies. Wir bekämpfen sie gemeinsam. Es waren aber so viele und sie hatten einen Führer mit Intelligenz. Er kapselte einzelne Bereiche des sehr großen Gebäudekomplexes ab. In Klammern, im Weltraum. Also es war plötzlich im Weltraum. Kelly wurde von einer Traube Zombies bewusstlos gedrückt. Oder so. Ich hatte selbst mit noch mehr zu kämpfen. In Klammern 130. Ich eilte zu ihr und brachte sie zur abgekapselten Krankenstation. Ich wusste nicht. Ich habe die ganze Zeit Bananen. Ich wusste nicht, ob sie vielleicht sogar tot war und wollte es im Traum auch gar nicht wissen. Der Traum endete, sie im Krankenbett, ich traurig, auf sie schauend. Und es kam häufig Bananen vor. Dann schäme ich erst halt viele Bananen. Ich hatte daher immer welche dabei. Das ist der Abschluss des Traums. Ja. Ich werde auch weiterhin. Ich habe jetzt hier in dem Block sonst eigentlich keinen Traum mehr stehen. Nur noch einen ganz kurzen. Aber wenn ich welche aufschreibe, dann werde ich weiterhin so offen die Träume vorlesen. Weil ich finde es eigentlich interessant. Und man braucht sich ja für nichts schämen. Ja, kann ich sonst noch irgendwas sagen? Abschließend. Der Stuhl ist natürlich jetzt wieder in der Zeit wieder ein bisschen runter. Wie immer. Ja, ich werde dann, wie gesagt, halt mal gucken. Ein grobes Konzept halt erstellen. Weil ich natürlich hätte schon jetzt machen sollen. Hatte ich aber keine Lust drauf. Auf jeden Fall könnt ihr mir ja auch mal was dazu schreiben von den Träumen. Das waren ja jetzt drei Stück. Einmal Sailor Moon,
Einmal WG, davor noch diese kurze Sequenz mit den Zelten und dann Mrs. Wheelock in der Schule. Was ihr da vielleicht auch reingedeutet hätte, ob ihr solche Träume kennt, ob ihr Aspekte davon kennt, ob ihr auch von Ängsten träumt. Also es sind jetzt keine wirklichen Ängste, aber es ist halt, das Unterbewusstsein ist da ziemlich aktiv und das traumatisiert dann auch für, ja, für im Wachzustand, finde ich. Es sind immer so kleine Traumata, die man auch gar nicht weiß, woher die kommen, manchmal in der Realität, dabei kommen die aus solchen Träumen dann. Ja, und ansonsten mal gucken, welche Leute da mitmachen, was sie dann träumen und wie sich das dann entwickelt. Das ist jetzt halt erst ganz am Anfang und ich weiß noch nicht so richtig und genau, was man damit jetzt anfangen kann, außer halt erstmal so ein bisschen zu diskutieren. Vielleicht kann man dann im Laufe der Entwicklung und Zeit ein besseres Konzept irgendwie sich erdenken. Kann das ja alles sozusagen fließen lassen und gucken, wie sich das entwickelt. Man muss sich im Leben und in der Realität ja schon genug Gedanken um all möglichen Scheiß machen. Und da muss man es ja dann auch nicht noch für ein Hobby, was man dann nur. Also ich mach Videos ja noch nicht mal als Hobby. Ich habe schon ziemlich viele Hobbys und mache das einfach nur mal, um zu gucken, ob das irgendwas bringt, ob mir das irgendwas bringt, ob anderen das irgendwas bringt, ob mir so Spaß macht und so. Und ja, zum Beispiel das Thema ADS, das macht mir total Spaß und da habe ich dann halt auch immer ein gewisses Konzept. Aber ja, hier werde ich mir halt ein grobes überlegen, ob jetzt keine Übersache starten, sage ich mal, die meinem normalerweise vorherrschenden Perfektionismus gerecht werden würde. Da habe ich dann jetzt doch nicht so die Motivation. Dann werde ich auch erstmal gucken, wie die anderen da mitmachen, ob da überhaupt welche mitmachen. Und je nachdem kann ich dann auch wieder größere Motivation daraus schöpfen. Ja, und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Traum. Bis zum nächsten Video. Tschüss.